Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Battlefield-Trailer gestern neu rausgekommen. Der neue Battlefield-Trailer mit dem neuen Battlefield-Game-Modus, der Portal heißt, oder Portal, oder muss man gucken, ob das jetzt Deutsch ist oder Englisch. Also Battlefield wird ja englischsprachig sein. Also Battlefield-Portal heißt der Trailer. Und der Trailer ist gestern online gegangen und wir haben uns den live im Stream angeguckt und ich muss euch ehrlich sagen, der Trailer ist absolut krass, aber ich habe ihn einfach gar nicht kapiert. Ich habe den Modus gar nicht kapiert, obwohl er relativ deutlich vorgestellt wurde. Deshalb sprechen wir heute über den neuen Battlefield-Trailer für den neuen Modus, der, und das sage ich jetzt, nachdem ich ihn verstanden habe, absolut krass ist. Absolut krass. Und neben dem Battlefield-Trailer zu Battlefield Portal gab es jetzt gestern die Info, und die werde ich euch heute auch näher bringen, dass es eine geschlossene Beta gibt, bei der wir teilnehmen können. Und zwar vor der offenen Beta, die später es sein wird. Wenn ihr also Bock habt, an der geschlossenen Beta teilzunehmen, aufpassen, ich werde es euch nachher nach dem Trailer auf jeden Fall erklären. Ist gar nicht kompliziert und mit ein bisschen Glück kann man sie vorher als Spieletester für EA spielen. Halt, stopp! Eine kurze Sekunde. Ich muss diesen Moment nutzen, um für etwas Gutes Werbung zu machen, was mir im Herzen liegt und was aktuell mit der Flutkatastrophe in Deutschland auch wirklich meiner Meinung nach Priorität Nummer 1 haben muss. Morgen ab 15 Uhr wird es bei mir einen 12-Stunden-Spendenstream geben mit 3 bzw. 4 verschiedenen Auktionen, die um 20 Uhr starten werden. Alle Einnahmen werden dokumentarisch, so ist auch ein Bild dazu, zu der Überweisung, damit jeder glaubt, zusammengetan von mir und gehen inklusive dem Ersteigerungsergebnis der 4 Auktionen live auf dem Twitch-Chat, im Twitch-Stream, an das Technische Hilfswerk Bonn und Nordrhein-Westfalen. Nutzen wir die Reichweite, die wir haben, und wir haben einen heftigen Supporter dabei gehabt, Leute. Und das zeige ich euch mal. Unter anderem, eine Auktion wird sein für einen originalen PS5-Controller. Und wenn ihr das hier drauf seht, das ist die Originalunterschrift von Henki, einem unserer größten deutschen Warzone-Streamer. Henki hat sich mit mir in Hamburg Ehrenaktion getroffen und hat mir verschiedene Dinge unterschrieben und dazugelegt. Zeige ich euch das zweite noch. Ein Infinity-Handschuh, original unterschrieben von ihm. Wie geil ist das denn, Alter? Also, ganz ehrlich, ich liebe den Mann. Es ist überhaupt gar nicht abgehoben gewesen von ihm. Es ist eine richtig coole Aktion, das könnt ihr auch ersteigern. Und dazu, weil wir ja alle Call of Duty irgendwie immer noch lieben, gibt es auch ein originales Black Ops 4, aktuell natürlich das beste Game gefühlt, Shirt mit Unterschrift vom Henki hier drauf. Das ist da, ist in lila, wenn man es vor euch seht, sieht das besser. Und dazu hat ein anonymer Spender, sag ich mal, noch eine Loot-Explosion. Alle 7 Geschmackssorten von Loot mit allen Shakern im Wert von über 240 Euro auch bereitgestellt. Die Auktionen werden um 20 Uhr morgen beginnen. Die Erlöse davon gehen an das THW. Wenn ihr Bock habt, vielleicht mitzubieten oder einfach mal reinzuschauen, Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Das, Leute, liegt mir am Herzen. Ich habe natürlich innerlich ein kleines Ziel, wie viel Geld wir zusammenbekommen wollen, damit wir einen kleinen Impact haben. Und wenn ihr Bock habt, mal reinzuschauen, vielleicht irgendwas Cooles davon zu ersteigern, seid dabei. Die Auktion an sich, Leute, vertraut mir, da ist was vorbereitet, das wird richtig gut. Aber genug mit der Werbung, Leute, jetzt könnt ihr euch entspannen. Wir wollen uns den Trailer angucken, beziehungsweise er läuft ja schon, und wir wollen ein bisschen über das sprechen, was ich einfach nicht kapiert habe. Was ist dieser Battlefield Portal Trailer? Und letzten Endes, Leute, ist es relativ einfach erklärt. Battlefield Portal ist ein Throwback zu allen anderen Battlefield-Games, die wir bisher hatten. Egal ob Battlefield 1 oder Battlefield Bad Company oder Battlefield 5 oder. In dem Modus habt ihr die Möglichkeit, eure Fahrzeuge, eure Streaks, eure Waffen, eure Charaktere aus den verschiedenen Battlefield-Teilen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte auszusuchen. Das heißt, es fliegt ein modernes F-16-Kampfflugzeug gegen so eine alte, ich weiß nicht, Spitfire oder sowas. Ihr habt Deutsche, die mit Messern gegen, bei 64 gegen 64, gegen Alliierte mit Herzschrittmachern oder so Defibrillatoren kämpfen, also Only-Knife-Runden. Ihr habt Panzer, moderne gegen alte, ihr habt alte Waffen gegen moderne Waffen, ihr spielt auf alten Karten, auf neuen Karten. Das ist die einfache sozusagen Beschreibung von Battlefield Portal, einem der neuen Modi, die dieses Jahr mit Battlefield 42 rauskommen. Und wenn man sich das anguckt, welche Waffenvarianten hier schon gezeigt werden, welche Maps hier gezeigt werden, wie die Layouts der Maps sind und dann die Levolution,
Integration. Sprich, es gibt Tornados, es gibt Vulkane, es gibt Stürme, es gibt Überflutung, es gibt Blizzards, es gibt eine Map, haben wir jetzt mittlerweile erfahren von EA, dort öffnen sich Gletscher, wo Leute reinfallen und dann unter dem Gletscher weiterkämpfen. Also die Ideen, die EA mit DICE und den Entwicklern hier bei Battlefield haben und auch realisieren anscheinend, ist absolut krass. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie der Status von Cold War ist, Grüße von mir an COD Cold War, seit 4 Wochen nicht gespielt, nicht eine Sekunde. Battlefield ist aktuell, glaube ich, das am meist gehypteste Game, was in irgendeiner Art und Weise vor uns ist. Und ich glaube, dass viele, viele Spieler, ihr inklusive, einfach durch seid mit COD, gerade mit den aktuellen CODs. Die alten kann man, so wie Black Ops 4, machen wir im Stream auch öfter, einfach noch sehr, sehr gut zocken. Ist jetzt gerade for free noch mit PS Plus. Das ist alles cool, aber die neuen CODs und auch wenn man jetzt weiter guckt zu COD Vanguard, Leute, da gibt es keinen positiven Bericht bisher darüber. Außer Sledgehammer sagt die ganze Zeit zu Activision, oh, wir kriegen das Game nicht fertig. Und Activision sagt, ist uns scheißegal, wir haben jetzt genug an der Backe. Activision wurde in der Öffentlichkeit im Prinzip losgestellt. Bei Activision, bei den weiblichen Mitarbeitern, gab es mindestens 2 bestätigte Selbstmorde von Designerinnen, Mitarbeiterinnen, weil männliche Kollegen bei Activision heimliche Nacktaufnahmen gemacht haben von diesen Frauen und auf Weihnachtsfeiern etc. im Kreise der Kollegen einfach gezeigt haben. Frauen werden dort körperlich, geistig misshandelt, natürlich nicht alle Frauen und nicht jeder Activision-Mitarbeiter ist dort involviert, aber das, was Activision da als Skandal aktuell am Arsch hängt, ist der Hammer. Das heißt, da braucht man aktuell nicht drauf hoffen, dass die sich auf die Game-Industrie fokussieren, weil sie mit sich selber jetzt genug Probleme haben. Und wir kennen das ja von Trailern auch, dass da immer super viele Cinematic-Teile drin sind, jetzt auch bei Battlefield wieder und wenig Gameplay-Teile, wirklich, wenn man sagt, oh, die Grafik ist heftig und das sieht cool aus. Und aber hier hat man irgendwie das Gefühl, dass EA in den letzten Monaten und Jahren mit den Entwicklern zusammen mit DICE an vielen Stellschrauben gedreht hat, die im letzten Battlefield 5, Leute, ihr wisst das alles, war eine reine Enttäuschung, eigentlich dafür gesorgt haben, dass es ein Rohrkrepierer wurde. Und gerade was die Stimmung in der Gaming-Community angeht, scheint das neue Battlefield die aktuell größte Hoffnung für uns alle zu sein, um wirklich Spaß zu haben. Und zu dem Trailer gab es dann die Info, dass es einen Early Access Zugang für uns Gamer gibt. Das heißt, egal ob ihr Content Creator seid oder ganz normaler Zocker, ob ihr Call of Duty mit dem Lenkrad spielt oder mit dem SCUF-Controller oder, ihr habt die Möglichkeit, Battlefield in den nächsten Tagen bereits frühzeitig in abgespeckter Form zu testen. Um euch dort anzumelden, eure Chancen zu erhöhen, kann ich euch nur eins anbieten. Damit ihr Battlefield frühzeitig spielen könnt, gibt es eine einfache Möglichkeit. Unten in der Videobeschreibung, der allererste Link von uns, das seht ihr jetzt, wenn ihr unten klickt nach dem Video oder währenddessen, ist der Serverzugang bzw. Linkzugang zu eurer Anmeldung für Early Access. Das heißt, ihr könnt aussuchen, welche Plattform habt ihr, PC, Xbox, PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5. EA registriert eure Anmeldung mit eurem Gamertag, E-Mail-Adresse, bla bla, macht per Zufallsverfahren, da werden mehrere tausend ausgewählt, dann irgendwann eine Auslosung, die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage und ihr bekommt dann, wenn ihr ein bisschen Glück habt, die Möglichkeit, also kriegt ihr sozusagen einen Link, wo ihr das runterladen könnt, was ihr dann eben braucht, damit ihr spielen könnt. Dann müsst ihr so eine NDA unterschreiben, da steht dann, du darfst das und das jetzt nicht leaken, du darfst das und das noch nicht hochladen und. Da solltet ihr euch auch dran halten, Leute. Wenn ihr euch nicht daran haltet, EA versteht da überhaupt keinen Spaß, das wird richtig teuer für euch und da ist auch nicht, mich kriegt keiner. Und ihr werdet euer Leben lang nie wieder irgendwo Playtester sein dürfen. Das heißt, wenn ihr die Ehre bekommt und das Glück habt, solltet ihr es ausnutzen, haltet euch an die Regeln und habt ein bisschen Spaß, erzählt euren Kumpels, je nachdem, was die NDAs euch sagen, wie es war und dann habt ihr da auf jeden Fall eine coole Zeit. Das heißt, einfach auf den Link klicken, einfach auswählen, welche Plattform habt ihr, welches Spiel habt ihr, meldet euch an und schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut. Battlefield oder Call of Duty Vanguard? Den musste ich bringen. Ich bin raus, haut rein.